Das Zusammenleben mit Zuwanderern wird in Deutschland überwiegend positiv wahrgenommen. Das ist das zentrale Ergebnis des Integrationsmonitors des Sachverständigenrates Deutscher Stiftungen für Integration und Migration, der jetzt in Berlin vorgestellt wurde. Demnach blieb die Zufriedenheit mit der Migrationsgesellschaft auch im Vergleich zur letzten Befragung im Jahr 2015 stabil. Damals betrug der Integrationsklima-Index 65,4 Punkte. 2017-2018 ist er nur leicht gesunken auf 63,8 Punkte. Damit bleibt er aber deutlich über dem Wert von 50, also im positiven Stimmungsbereich. Die Befragten sollten das Integrationsklima auf einer Skala von 0 für sehr negativ bis 100 für sehr positiv einschätzen. Für einen von vielen Politikern und Journalisten beobachteten Rechtsruck bei der Einstellung zur Migration liefert die Studie keine Belege. Bemerkenswert ist, dass Deutsche ohne Migrationshintergrund Flüchtlinge sogar häufiger als Bereicherung empfinden als die Befragten mit Migrationshintergrund.